Habt ihr gefunden, wonach ihr in der Mine gesucht hattet? Ja, du, also ich bin mir da nicht sicher. Ich muss mich mit meinem Kontakt erstmal besprechen. Natürlich. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Ich glaube, ich werde noch ein wenig länger warten, um zu sehen, ob einige meiner Minenarbeiter den Kultisten entkommen konnten. Viel Glück auf eurer Mission, was immer sie auch sein mag. Danke, mein Freund. Danke. So. Ich werde hier noch etwas warten, damit ich der Hauswache sagen kann, was geschehen ist. Hoffentlich taucht sie bald auf. Ja, es ist immer ein guter Plan, auf Hilfe zu warten und nicht Hilfe zu holen, wenn man welche braucht. Das ist wirklich eine hervorragende Idee. Und ich würde es auch so machen. Ich würde mich da jetzt Stunden und Tage hinhocken und darauf warten, dass mal jemand vorbeikommt, in der Hoffnung dessen, dass man dann Hilfe kriegt. Ne? Also, ich meine, ich bin ja hier auch gerade zufällig vorbeigekommen. So, damit haben wir Balmora die Untersuchung abgeschlossen. Ich sehe gerade, wir sollen jetzt rein theoretisch für die Hauptquest, ne, wenn ich nur die Hauptquest weitermache, soll ich in die anderen Gebiete da und dort. Aber ganz ehrlich, hatten wir hier oben nicht noch eine Nebenquest? Ja, also gut, ich weiß. Jede Stadt und jeder Punkt auf der Karte hat natürlich seine eigene Questreihe. Und wenn man hier auf der Karte auf diese Symbole geht, dann sieht man ja auch, dass das noch schwarz ist. Sobald man die Quest für die Stadt oder für den Ort eben abgeschlossen hat, wird die ja weiß oder wird der Punkt weiß und dann steht auch, was man gemacht hat. Und wie komme ich denn jetzt in die Stadt? Moment mal, ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Wo ist denn die Stadt? Ne? Hier, ist das eine Stadt? Ich laufe an der vorbei und sehe die noch nicht einmal. Ich blindes Huhn, ich. Okay. So, ich meine, ist ja auch schwer zu sehen. So eine kleine Stadt ist ja saumäßig schwer zu sehen. Ja, hier sind ein paar Gildenhändler. Ich brauche momentan von den Gilden nichts. Und, oh, Feldwebel. Fallrus steht jetzt hier. Stand der nicht vorhin da hinten? Naja, gut. Guten Morgen, Herr Feldwebel. Ihr seht mir wie jemand Reiselustiges aus. Seid ihr bei euren Exkursionen vielleicht einer jungen Dunkelelfin namens Veya begegnet? Sie verschwand vor 2 Wochen und ihr Vater sucht verzweifelt nach Informationen zu ihrem Verbleib. Also, ich glaube nicht, dass ich jemanden mit diesem Namen gesehen habe. Das ist eine Schande. Ihr Vater Eris ist der Hausratsherr hier in Balmora. Und er hat versprochen, jeden zu belohnen, der seine Tochter findet und sie sicher zu ihm zurückbringt. Belohnung klingt gut. Gibt's noch weitere Informationen? Ihr solltet mit Ratsherr Eris sprechen. Er hat das Sippenhaus geöffnet, um mögliche Rekruten zu befragen. Alles Freiberufler sozusagen. Falls ihr Interesse habt, dann sprecht mit dem Ratsherrn. Je länger Veya verschwunden bleibt, desto verzweifelter wird Ratsherr Eris. Na, das klingt doch super. Da werden wir mal mit ihm sprechen. Also, ich danke, Herr Feldwebel. Ich bin schon auf dem Weg. Ratsherr Eris findet man im Redoran Sippenhaus. Und beeilt euch. Er macht sich solche Sorgen, weil wir die junge Veya nicht aufspüren können. Wenn er meint, dass ein Außenseiter Erfolg haben kann, wo die Hauswache gescheitert ist, dann soll es so sein. Na, Okay, also, nur mal ganz kurz. Ihr scheint die Vorstellung nicht zu mögen, dass der Ratsherr sich Hilfe bei dieser Sache besorgt hat. Ich meine, ich bin doch vertrauenswürdig und ganz ehrlich. Hey, dieses charmante Lächeln, was ich habe, da könnt ihr doch nicht sagen, dass... Naja, gut. Es stört mich nicht im Mindesten, dass sich Ratsherr Eris Hilfe holt. Mir macht Sorgen, woher diese Hilfe stammt. Was? Das Haus Redoran braucht keine Außenstehenden, um sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Doch wer bin ich schon, einen Ratsherrn des Hauses in Frage zu stellen? Also jetzt nehme ich das persönlich, ne? Also, woher diese Hilfe kommt? Ich komme aus einem guten und ehrhabenden Haus und, ach naja, wisst ihr was? Erzählt mir mehr über das Haus Redoran. Wie kann man denn nichts über das Haus Redoran wissen? Ist das ein Streich, den ihr Fremdländer uns gerne spielt? Nein, kein Streich, nur Bildungslücke. Es nennt sich Bildungslücke, was ich hier habe. Und ich möchte einfach mehr über das Haus Redoran wissen. Nun, in dem Fall. Redoran ist das größte der großen Häuser der Dunmeer. Wir sind die Vorstreiter für Tugenden wie Pflichterfüllung und Frömmigkeit. Und wir haben eine stolze Militärtradition.
Unser Haus kommt in allen Dingen zuerst. Ich verstehe nicht, weshalb Eris sich Hilfe von außen holt. Tja, vielleicht seid ihr doch nicht so gut. Sagt mir doch mal, was ihr über Wea wisst oder wann man sie gesehen hat. Und ach, erzählt mir doch einfach mal alles über diese Person. Wenn ich wüsste, was der Tochter des Ratsherrn zugestoßen ist, würde ich nicht mit euch sprechen, oder? Soweit ich weiß, ist sie aus freien Stücken gegangen. Wir wüssten nicht, dass es zu irgendeinem Verbrechen gekommen ist. Für alles Weitere müsst ihr den Ratsherrn fragen. Na, das klingt ja merkwürdig. Wer ist denn der Ratsherr Eris? Ratsherr Eris Relet ist für die Belange der Redoran in Balmora und den umliegenden Landstrichen verantwortlich. Er ist sehr einflussreich, sehr mächtig. Meist lässt sich der Ratsherr nicht von seinen Gefühlen leiten. Doch Veya ist eben seine Tochter. Ja, da ist das was anderes. Nun gut, ich gehe da mal. Lebt wohl. Ratsherr Eris findet man im Redoran Sippenhaus. Und beeilt euch. Er macht sich solche Sorgen, weil wir die junge Veya nicht aufspüren können. Wenn er meint, dass ein Außenseiter Erfolg haben kann, wo die Hauswache gescheitert ist, dann soll es so sein. Das soll so sein. So, jetzt aber mach's gut. Und ich finde es immer noch cool, dass man die ganzen NPCs zweimal ansprechen kann und auch sollte, weil man dann immer mal wieder neue Informationen kriegt. Und wir haben eine neue Aufgabe. Sprecht mit Ratsherr Eris, der irgendwo dort sein soll. Und ich wette mit euch, ich komme jetzt gleich an dem anderen Nebenquest vorbei. Ich würde es gerne fürs Let's Play so machen, dass ich einen Quest nach dem anderen spiele, auch wenn man dann vielleicht längere Zeiten oder längere Wege auf sich hat. Denn man kommt, denke ich, hier bei Morrowind gelegentlich an mehreren Stellen vorbei, wo man hintereinander eben die Quests machen kann. Das ist das, was mir in dem Programm hier, also in dem Teil des Programms aufgefallen ist. Entgegen dem, was man vom alten Spiel kennt. Hoppla, vorbeigelaufen. Denn im alten Spiel, in der alten Welt, so nenne ich sie mal, da ist es anders gehandhabt. Da läuft man sozusagen von einem Punkt im Kreis dann wieder zurück zum Startpunkt. Also wenn man, ich zeig das mal, wie ich das meine. Wenn man praktisch hier startet, dann würde man hier in der alten Welt einmal zurücklaufen und wieder da rein. Morrowind hat den interessanten Effekt, dass dieser Quest mich unter Umständen nach da unten schickt, um mich dann wieder hierhin zu schicken, um dann kurz dahin zu schicken, dann wieder dahin, um dann wieder nach da unten zu gehen. Ja, oder dann nicht auf diese Insel, sondern auf die daneben, als Beispiel. Damit ihr wisst, wie ich das meine, man läuft hier wesentlich größere Wege auf der Karte. So hatte ich zum Beispiel einen Quest, der mich von, ich glaube, hier nach da dann geschickt hat. Oder nach dort, damit man dort dann eben weitermachen konnte. Man reist also viel weiter und viel mehr. Dafür gibt es ja auch die Möglichkeiten dann entweder über die großen Insekten, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen, an den Türmen zu reisen. Oder eben halt mit den Booten von Stadt zu Stadt. Oder eben dann, wenn man die Schreine entdeckt hat, mit den Himmelsschreinen. Also deswegen, hier gibt es mehrere Varianten mit den Reisevarianten. Und hier haben wir ein Halalu-Bausyndikat-Schreiben. Ratsoberhaupt Miriat. Ich habe eine umfassende Prüfung unserer fortwährenden Geschäftsbeziehungen mit dem Halalu-Bausyndikat durchgeführt. Obgleich es korrekt ist, dass sie uns mit dringenden benötigten Arbeitskräften und Ressourcen versorgen und das Angebot definitiv fiskalische Vorteile mit sich bringt, da es überraschend und jetzt verdächtig niedrig war, habe ich einige beunruhigende Konsequenzen ermittelt, die ein Fortführen dieser Geschäftsbeziehung mit sich bringen würde. Was den Bau der Städte Suran und Balmora angeht, abgesehen davon, dass sie geschmacklose Halalu-Architektur anstatt der vom Vertrag geforderten würdevollen redoranischen Entwürfe eingesetzt haben, haben sie die Arbeit zeit- und budgetgerecht durchgeführt. Allerdings haben wir ihnen so unbeabsichtigt ermöglicht, jenseits von Sydanen Fuß zu fassen. Dadurch konnten sie wiederum durch Wadenfell Geschäftsbeziehungen mit allen Quellen von Rohstoffen und Lebensmitteln herstellen, sodass Haus Halalu über ein beinahe Monopol in diesen Bereichen verfügt.
Ein Großteil von Haus Redoran kauft jetzt seine lokalen Waren von Halalu Großhändlern. Darüber hinaus gewinnt Haus Halalu weiterhin Einfluss in beiden Städten, sehr zum Ärgernis unserer regionalen Ratsherren. Es ist klar, warum sie diese strategischen Standorte ins Auge gefasst haben. Und ich fürchte, dass sie wissen, wie sie uns durch Handel in die Knie zwingen können, während wir uns stattdessen darauf konzentrieren, uns gegen militärische Übergriffe zu wehren. Abschließend bleibt mir leider nur zu sagen, dass wir rückblickend nie dieses Geschäft mit Haus Halalu hätten eingehen sollen. Langfristig gesehen haben wir vielleicht Zeit und Geld gespart, nur um am Ende das Territorium zu verlieren, das wir so dringend benötigen. Malnaran, Renim, erster Buchhalter für Hausangelegenheiten, Wadenfell. So, und ich bleibe immer noch bei meiner Aussage, ich lese nur, ja, ich sag jetzt mal, Texte vor, die ich so zufällig finde, die in den Bücherregalen, die lasse ich weg aus dem ganz einfachen Grunde. Das sind Standardtexte. Die gab es schon in der vorigen Variante. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alle Schriftrollen hier vorlese. Weiß ich nicht. Bist du ansprechbar? Ja. Sie fragt, wie man helfen kann, aber sie ist nicht ansprechbar. Okay, also wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, inwieweit wir die Texte eben hören werden, beziehungsweise manche werde ich vielleicht auch nur wegklicken, weil es ist sehr, sehr, sehr viel, was man vorlesen muss und es ist dann doch relativ zeitintensiv. So, ich soll zwar mit ihm reden, aber erstmal rede ich mit ihr. Willkommen in Balmora, Fremdländer. Haus Redoran gebietet über diese Stadt und bittet all ihre Bewohner und Besucher, sich an seine Regeln und Vorschriften zu halten. Wir dulden keinen Ärger. Insbesondere nicht von jenen, die andere Glaubensinhalte und Traditionen vertreten. Habe ich verstanden, aber seid ihr überhaupt jemand Wichtiges? Wichtiges? Ich schätze, das hängt davon ab, wen ihr fragt. Mein Gatte scheint es zu denken. Ich bin die Schatzmeisterin hier in Balmora. Meine Arbeit verlangt von mir, dass ich sämtliche wichtigen Transaktionen verzeichne, die die Finanzen der Redoran betreffen und dass die Bücher bis auf die letzte Goldmünze stimmen. Und wer ist euer Mann? Ratsherr Eris, der die Belange der Redoran in der Region von Balmora vertritt. Unsere Familie ist eine der angesehensten im gesamten Haus. Ich bin überrascht, dass ihr noch nicht von uns gehört habt. Ganz gleich, wo immer ihr auch herkommen mögt. Wenn es nichts ausmacht, ich habe viel zu tun. Ja, ich habe von euch noch nichts gehört, da ich nicht von hier komme. Ne? Also, Vea, ist das vielleicht ein Name, den ihr kennt? Vielleicht zufällig eure Tochter? Ihr müsst einer dieser Außenstehenden sein, nach denen mein Mann schicken ließ. Falls ihr wegen unserer Tochter hier seid, solltet ihr euch wirklich lieber mit ihm unterhalten. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich bin wirklich sehr beschäftigt. Ja, das ist ja eine herzallerliebste Dame, die sich sehr viele Sorgen um ihre Tochter macht. Okay, sie ist beschäftigt, ich rede nicht nochmal mit ihr. Ich rede mit Ratsherrn Eris. Ja? Gibt es etwas, was ich für euch tun kann, Fremdländer? Ja, nein, eigentlich eher umgekehrt. Feldwebel Faldrus schickt mich nämlich. Er meinte, ihr bräuchtet Hilfe bei der Suche nach eurer Tochter. Meine Tochter ist schon zu lange verschwunden. Und die Hauswache könnte wohl nicht einmal zwei Mauern in einer Ecke finden. Doch warum sollte ich euch mit dieser Aufgabe betrauen? Verratet das mir, Fremdländer. Wie wollt ihr Erfolg haben, wo meine Truppen ein ums andere Mal versagen? Naja, weil ich bin vertrauenswürdig und ganz ehrlich. Eure Tochter kennt die Vorgehensweise eurer Leute, mich kennt sie jedoch nicht. Eine interessante Erkenntnis. Vielleicht könnt ihr meine Tochter finden. Vea kann auf sich selbst aufpassen. Aber ein Vater sorgt sich eben. Ihr versteht schon. Wie dem auch sei, ich stimme eurer Einschätzung zu. Deshalb bin ich überhaupt bereit, Hilfe von außen einzubeziehen. Na gut, dann brauche ich aber alle Details, die du weißt. Erzähl mir, was geschehen ist. Lea ist nach einem Familienstreit davongelaufen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie ausreist, aber ich sorge mich, dass sie diesmal ein etwas dauerhafteres Fernbleiben planen könnte. Und ein gefährlicheres. Vea weiß, wie sie der Hauswache entgeht.
Aber wie ihr schon sagtet, euch kennt sie nicht. Ja, das hab ich gesagt und danke, dass du mich zitiert hast. Na gut, dann gucke ich mal nach, ob ich deine Tochter finden kann. Hauptmann Brivan leitet den Versuch des Hauses, meine Tochter ausfindig zu machen. Ihr solltet mit ihm sprechen und herausfinden, was seine Ermittlungen bisher ergeben haben. Guter Ratschlag. Wo finde ich den Hauptmann? Um diese Tageszeit patrouilliert er wahrscheinlich auf dem großen Platz. Brivans Soldaten haben versucht, Informationen aus Vejas Freunden herauszuholen. Aber diese jungen Männer und Frauen sind beinahe genauso gut darin, der Hauswache auszuweichen, wie meine Tochter. Es ist alles nur eine Frage, wie man fragt. Ja. Ihr erwähntet einen Familienstreit. Worum ging es da? Das ist eine Privatangelegenheit. Falls eure Untersuchung sich als fruchtbar erweist und derlei Dinge relevant werden, können wir gerne solche Einzelheiten besprechen. Aber nicht vorher. Alles ist relevant. Ich entscheide ja, was relevant ist. Aber okay, du willst mir nichts sagen, dann lasse ich das. Vielleicht will ja jetzt eure Frau mir mehr sagen als gerade eben. Wie meine Tochter hat auch meine Frau ihren eigenen Kopf. Was ihr beide miteinander besprecht, ist eure Angelegenheit. Ihr solltet allerdings verstehen, dass ich euch nicht angeheuert habe, um die Probleme meiner Familie zu lösen. Ihr sollt bloß meine Tochter finden. Ja, aber wenn deine Tochter freiwillig sich versteckt oder gegangen ist, wird es einen Grund gegeben haben. Und wenn da ein Familienstreit dazwischen ist, dann vermute ich mal, dass der Familienstreit erstmal gelöst werden muss, damit die Tochter dann auch freiwillig zurückkommt. Na gut, ihr erwähntet, dass Veja unter Umständen in etwas Gefährliches verwickelt ist. Veja war schon immer von der Moratong fasziniert. Als sie noch jünger war, hat sie einen ihrer Agenten sogar regelrecht angehimmelt. Es ist möglich, dass sie Zuflucht bei diesem Agenten gefunden hat. Oder sich sogar dazu entschieden hat, sich dieser Organisation anzuschließen. Obwohl ich mich da hoffentlich irre. Na, das klingt doch aber nett. Erzählt mir doch mal ein bisschen was über die Moratong. Die Moratong? Das ist eine uralte Assassinengilde, die mit Erlaubnis des Tribunals per Schrieb angeordnete Hinrichtungen durchführt. Wohlweislich ist sie dazu da, einem echten Krieg zwischen den Häusern vorzubeugen. Aber ich finde diese Praktik dennoch barbarisch. Ja, da schneidest du gerade ein Thema an, was wirklich diskussionsfähig ist. Und wie es der Zufall so will, ich habe die Moratong schon mal getroffen. Aber hey, welchen Agent himmelt denn Veja an? Jemand komplett Irrelevantes, ohne jede Bedeutung für den erfolgreichen Abschluss eurer Mission. Abgesehen davon findet man Agenten der Moratong nicht. Man wird von ihnen gefunden. Betet einfach nur darum, dass es nicht deshalb ist, weil euer Name auf einem ihrer Schriebe aufgetaucht ist. Das ist ein Todesurteil. Hauptmann Brivan leitet den Versuch des Hauses, meine Tochter ausfindig zu machen. Ihr solltet mit ihm sprechen und herausfinden, was seine Ermittlungen bisher ergeben haben. Ja, ich wollte sicher gehen, dass er nicht noch was Neues erzählt. Ich rede mal mit seiner Ehefrau und dann sage ich was zu dem Quest. Ich kam nicht umhin, euer Gespräch mit meinem Gatten zu belauschen. Wir teilen uns immerhin ein Arbeitszimmer. Danke, dass ihr eingewilligt habt, nach unserer Tochter zu suchen. Doch ihr solltet wissen, dass Veja starrköpfig ist. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin schließlich ihre Mutter. Aha, ja. Ihr teilt euch nur das Arbeitszimmer. Das ist aber dann eine trostlose Ehe, die ihr hier führt, wenn es nur das Arbeitszimmer ist. Und ihr sonst nicht miteinander redet oder irgendwie euch mal austauscht oder sowas. Naja. Okay, könnt ihr mir noch irgendwas sagen, was mir dabei helfen könnte, sie zu finden? Sie ist nach einem erbitterten Streit mit ihrem Vater aus dem Haus gestürmt. Daran ist nichts Ungewöhnliches, aber als sie dann nicht wiederkam. Nun ja, das war der Augenblick, an dem ihr Vater und ich anfingen, uns Sorgen zu machen. Erst dann?
Na gut, hast du wenigstens eine Ahnung, worüber es bei dem Streit ging? Achso, Entschuldigung, man redet ja so ein adligen Abstammung. Naja, man redet euch wahrscheinlich mit ihr an. Also, habt ihr, gnädige Frau, denn eine Ahnung, worum es bei dem Streit ging? Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Das ist eine Privatangelegenheit, die nur meine Familie betrifft. Schon wieder. Der wichtigste Umstand bleibt, dass meine Tochter ihre liebsten Besitztümer gepackt und ihr Zuhause verlassen hat. Ich mache mir Sorgen, dass sie etwas tun wird, was sich nicht rückgängig machen lässt. Na, was hat sie denn vor? Was denkt ihr denn, was sie vorhat? Wie ich schon sagte, Vea ist starkköpfig. Sehr selbstbewusst, vielleicht sogar zu selbstbewusst. Sie könnte sich aus reinem Trotz ihrem Vater gegenüber der Morak Tong anschließen. Oder davonlaufen, um im Krieg zu kämpfen. Irgendetwas Leichtsinniges in der Art. Bitte tut alles, was ihr könnt und findet meine Tochter. Ja, das mache ich. Ich kam nicht umhin, gut, euer Gespräch. Das hatten wir schon, das klicke ich weg. So, ja, warum habe ich gerade gesagt, ich wollte was im Quest sagen? Erstens, ich wette mit euch, es ist eine Art von Romeo und Julia Liebesgeschichte, denn die ganzen Häuser hier bei in Morrowind sind kastenartig organisiert bei den Dunkelelfen. Kunden sind jederzeit willkommen. Und das ist ja schön, aber du willst immer noch nicht mit mir reden. Ja, die sind hier kastenartig organisiert, also auf Deutsch, die adligen Häuser, die höhergestellten Häuser dürfen nicht mit den niedrigeren Kasten verkehren und so weiter und so fort. Und Beziehungen dürfen natürlich auch nicht auftauchen und so weiter. Deswegen, ich wette mit euch, der Streit ging um, ich habe mich in jemanden verliebt, den man nicht lieben darf oder so. Und das geht mal gar nicht. Wenn's nicht, hoppla. Hast du was zu sagen?